Hallöchen, meine Lieben. Heute wollte ich euch ja mal meine kleine Teesammlung zeigen, weil ich euch ja schon in meinem einen Haul-Video gesagt habe, dass ich im Winter super, super gerne Tee trinke, auch im Sommer. Und ja, also ich liebe einfach Tee und im Sommer lasse ich ihn einfach kalt werden und trinke ihn als Eistee und im Winter halt super gerne warm. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich alles so hier habe. Also einer meiner Lieblingstees ist der türkische Apfeltee. Ja, leider gibt es den hier nur sehr, sehr selten. Also dieses Pulver, dieses braune Pulver. Ja, da ich in letzter Zeit nicht so oft in die Türkei gekommen bin, konnte ich mir da auch keinen Vorrat mehr mitnehmen. Also das ist jetzt hier mein letzter Rest. Also falls irgendjemand von euch weiß, wo man den gut bekommt und ohne in die Türkei zu fliegen, oder falls jemand von euch in die Türkei fliegt und mir welchen mitbringen kann, das wäre super. Ja, weil mir geht zu Neige und ich liebe diesen Tee, der ist so lecker. Den trinke ich super gern im Sommer und auch im Winter. Ja, der hat halt sehr viel Zucker, aber der ist halt super lecker. Dann jetzt gerade für den Winter habe ich einmal hier ein Nieren- und Blasentee. Da ich halt oft das Problem habe, wenn es so kalt draußen ist und ich längere Zeit irgendwie draußen rumlaufe oder auch draußen im Kalten irgendwo sitze, habe ich immer Probleme, dass ich eine Nierenbeckenentzündung oder eine Blasenentzündung bekomme. Und deswegen habe ich eigentlich immer den Tee zu Hause. Da habe ich jetzt diesmal von Bad Heilbrunner den. Ich habe auch welchen aus der Apotheke noch irgendwo rumfliegen. Den habe ich aber jetzt nicht mehr gefunden. Ja, aber meine Oma hat früher in der Apotheke gearbeitet und die hat gemeint, ich kann auch den billigen aus der Drogerie nehmen. Der bringt das Gleiche, es sind die gleichen Substanzen drin, also die gleichen Kräuter. Von daher, ja, habe ich einmal den von Bad Heilbrunner, den Nieren- und Blasentee da. Und was halt auch im Winter durch das schwere Essen größtenteils oft ist, dass ich halt Magen- und Darmbeschwerden habe. Und deswegen habe ich hier noch von Medikazin Magen- und Darmtee. Den habe ich halt auch einfach immer da, weil, ja, das ist sowas, was man öfter mal braucht. Der ist halt auch mit Kamille und Fenchel. Und ja, die sind halt bei mir immer extra, weil, ja, dass man halt direkt danach greifen kann im Schrank. Dann habe ich jetzt aus der letzten Brand News Box den Goldmännchen Kiroyal Tee. Der ist auch super lecker, also der schmeckt sehr pfefferminzig, muss ich sagen. Weniger fruchtig, aber sehr, sehr nach Pfefferminze. Ich habe ihn bis jetzt nur warm getrunken und lauwarm. Ganz kalt hatte ich ihn bis jetzt noch nicht. Da stand eine Empfehlung drauf, dass man einen Teebeutel mit 200 Milliliter sprudelndem Wasser aufkochen soll, dann abkühlen lassen. 2 Teelöffel Vollrohrzucker, Crushed Eis, Sodawasser und 2 Esslöffel Grenadinesirup reingeben soll. Das werde ich wahrscheinlich an Silvester mal ausprobieren. Was ich an dem Tee sehr, sehr gut finde, ist, der ist in so Aromabeuteln, dass man halt wirklich, den könnte ich jetzt auch in eine andere Box reintun und kein anderer Tee würde den Geruch von diesem Tee annehmen. Oder auch dieser Tee nicht den Geruch von einem anderen. Das finde ich immer sehr, sehr praktisch. Und ja, den habe ich noch. Dann habe ich hier noch eine Früchtetee-Mischung. Das trinke ich auch ganz gern, aber eher im Sommer, kalt. Also den habe ich jetzt im Winter bis jetzt noch nicht getrunken. Den hatte ich im Sommer viel als Eistee aufgekocht und habe den dann halt so getrunken, kalt. Was ich halt bei diesem Tee bemängel, ist halt, dass es halt diese einzelnen Beutel sind in der Packung. Und ich habe auch das Gefühl, also der riecht nicht mehr so intensiv wie am Anfang. Der hat halt schon viel an Aroma verloren. Deshalb, ich habe jetzt angefangen, mir so kleine Teedöschen zu kaufen.
asiatische Teedöschen. Ich fand die so süß. Das sind so Ninjas und Geishas drauf. Und in der einen Dose weiß ich gar nicht mehr genau, was das drin ist. Achso, das ist der Zauber der Sinne-Tee von DM, ist der, glaube ich. In der viereckigen Box. Der ist mit vielen Gewürzen und Kräutern und da ist Pfeffer drin. Der ist super, super lecker, aber auch fast leer. Also den muss ich mir wieder nachkaufen. Ja, also das ist auch einer meiner Lieblingstees zurzeit. Und dann müsste hier drin sein, ja, das ist von Lord Nelson, der Kirschtee, also der ist vom Lidl. Ich hänge wieder mit meinem Armband in meinem Schal. Ja, kann man jetzt schlecht lesen. Das sind halt diese Dreiecksbeutelchen und halt, wie gesagt, das Problem ist, die verlieren halt super schnell ihr Aroma, da ich die jetzt relativ bald, nachdem ich die Packung aufgerissen hatte, hier reingetan habe. Ist das Aroma so weit noch enthalten, dass es halt noch nach dem Tee schmeckt? Und die sind jetzt auch schon länger da drin. Also, wenn man die Dose aufmacht, das riecht auch super nach Tee. Dann habe ich hier eine Pinkbox zur Teebox umfunktioniert. Habe ich auch draufgeschrieben: Tee. Also, die Pinkboxen, die finden sich bei mir überall in der Küche wieder. Da habe ich meine Gewürze drin stehen und. Jetzt auch meinen Tee, weil die Teebeutel lassen sich super da einsortieren. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, was da noch so drum rumfliegt. Ich habe hier zum Beispiel von Teekanne marokkanische Minze. Dann auch von Teekanne türkischer Apfel. Der ist lecker, ist mir aber vom Geschmack her zu süß. Also ich finde den selbst ohne Zucker zu süß. Ja. Deswegen habe ich davon auch noch jede Menge da. Dann habe ich von Teekanne noch chinesischer Sencha-Tee. Das ist auch ein Apfeltee. Steht da drauf, welche? Ich glaube, das ist Apfelholunderblüte oder sowas. Den mag ich sehr gern, der ist aber auch sehr herb, der Tee. Und ja, das sind halt diese Papiertütchen. Die sind halt relativ durchlässig für alles. Dann, was ich auch noch drin habe von Teekanne, ist Fencheltee. Ich trinke sehr, sehr gern Fencheltee. Eigentlich zu jeder Jahreszeit. Ich mag den einfach. Also das hat jetzt bei mir keine besondere Bewandtnis, dass ich den trinke, wenn ich Bauchschmerzen habe oder sonst irgendwas. Also ich trinke einfach nur gerne Fencheltee. Ja. Dann habe ich von Teekanne noch lauter einzelne jetzt. Das sind so Überbleibsel von meinen letzten Käufen. Einmal noch ein Eistee. Frio gab es ja da im Sommer, diese Eistees, die man halt mit heißem Wasser mit kaltem Wasser aufgießt. Entschuldigung. Das ist noch Apfelholunder, habe ich noch. Zwei Stück. Dann habe ich eine erfrischende Kräutermischung, diese Muntermacher. Das sind diese ganzen Gesundheitsteemischungen von Teekanne. Ja, da habe ich einmal den Muntermacher noch. Beziehungsweise dreimal habe ich den sogar noch. Dann habe ich noch einen gesunde Abwehr. Der ist ja auch so eine verschiedene Kräutermischung. Und was ich momentan viel trinke, ist der Atem sich frei, weil ich habe halt unheimlich die Nase zu und auch Husten. Und ja, den mag ich sehr, sehr gerne. Der ist halt mit Salbei. Ja, Kamilletee, das ist jetzt, glaube ich, die Hausmarke. Ja, das ist Teegut, Hausmarke von Teegut. Kamilletee habe ich auch immer da. Also, ja, das ist sowas, was man einfach, ich weiß nicht, das ist irgendwas, irgendwie hat man halt immer im Haus. Ja,
Dann habe ich jetzt noch ein paar Mesmer-Tees. Das ist orientalischer Chai, das ist Gewürz- und Kräutertee. Der ist super lecker. Also ich stehe ja auf total auf Kräutertees. Eher wenig fruchtig. Ich habe es lieber gern mit Kräutern. Also ja, ich bin eigentlich eher so die Kräutertee-Tante. Und Räubisch-Wildkirsch, den habe ich eine Zeit lang super gern getrunken. Aber mittlerweile mag ich den gar nicht mehr so gern. Deswegen sind das noch so Überbleibsel, die hier in meiner Box sind. Und ja, von Milford habe ich jetzt noch hier zwei Kühl- und Lecker-Tees. Das sind auch so Eistees, die man kalt aufgießt. Und das sind Limette-Tees. Ja. Das war es aus meiner Box. Also da sind jede Menge Teesorten drin. Wie ihr seht, hier der türkische Apfel hier. Ist noch relativ viel da. Und auch von diesem Wildkirschetee, den ich eine Zeit lang gerne getrunken habe, ist noch sehr viel da. Den habe ich jetzt, das ist der orientalische Gewürztee, den habe ich jetzt erst vor kurzem nachgekauft. Ja, die anderen sind fast aufgebraucht. Also ich werde demnächst mal wieder einen kleinen Haul veranstalten und Tee kaufen gehen, wie eine Verrückte. Und ja, wir haben hier so einen Asialaden, da habe ich auch die Boxen her. Hier diese Teedosen. Und da gibt es lose Tees, aber in kleinen Beutelchen. Weil ich liebe lose Tees, aber ich traue mich irgendwie nicht so dran, die großen Beutel zu kaufen, weil ich da einfach die Dosierung nicht habe für eine Tasse. Und auch oftmals möchte man ja gern was probieren von den losen Tees und dann hat man dann eine riesen Tüte und stellt halt fest, dass einem der nicht schmeckt. Und das Asialädchen, die haben dann halt jetzt zum Beispiel hier Teeakademie, nennt sich diese Box. Und da gibt es jetzt Wintertees, Früchtetees, Kräutertees. Ja, im Sommer gab es Sommertees. Also die haben wirklich alles Mögliche. Und da sind halt 10 verschiedene Teesorten drin, die man dann halt, ich habe mir jetzt eins aus Metall gekauft, mit so einem Teesieb aufgießen kann. Es hat hier oben so ein Deckelchen und ich habe eine Kanne, wo der direkt oben reinpasst, so eine kleine. Und der reicht halt für, ich habe hier so eine große Tasse, reicht halt so ein Beutel, reicht für so eine ganze Tasse. Und ja, auch meine kleine Kanne, also da kriegt man so eine anderthalbe große Tasse raus. Also wenn ich so eine Kanne aufgieße mit so einem Beutelchen, dann kriege ich gut, ja, ein bisschen weniger wie einen halben Liter geht da rein. Und kann dann eine anderthalbe Tasse Tee trinken. Was ich immer mal mache, wenn ich die Tees aufgebraucht habe, die mir aus den Mischungen geschmeckt haben, die hebe ich mir immer mal auf. Und ja, die nicht angebrochen stehen dann halt nebendran. Und ja, ich wollte mir jetzt demnächst auch ein paar von denen nachkaufen. Da gab es zum Beispiel den einen hier, der heißt Wintermärchen. Der ist aus schwarzem Tee, Sternanis, Rosenblüten, Orangenschalen, Zimtstückchen und Nelke. Den fand ich super lecker. Und was ist denn dann noch? Schneegestöber war jetzt nicht so gut. Kandierte Mandeln war sehr, sehr interessant. Da waren Apfelstückchen, Hibiskus, gehackte Mandeln, Zimtstückchen und Aroma drin. Also der ist halt aromatisiert. Aber der war halt auch super lecker. Und der Rumtopf, der war auch super lecker. Da ist Hibiskus, Apfelstückchen, Korinthen, Hagebuttenschale, süße Brombeerblätter, Holunderbeeren, schwarze Johannisbeeren, Brombeeren. Ja, das ist da alles drin gewesen und der war auch super lecker. Und ja, was für mich halt zum Tee dazugehört, ist Kandis.
Ich habe jetzt hier braunen Candice in der Dose, weil ich süße lieber mit Candice-Stückchen als mit reinem Zucker. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ihr auch so gerne Tee trinkt wie ich, könnt ihr mir ja gerne eure Empfehlungen oder auch euren Lieblingstee mal in mein Kommentarfeld unten reinschreiben. Und ja, wie immer freue ich mich über Likes, Kommentare und ja, dann bis demnächst. Tschüss!